Die erste vollautomatische Waschmaschine kam in Amerika 1946 und in Deutschland 1951 auf den Markt. Sendungen wie Tagesthemen oder heute sind längst schon nicht mehr als Nachrichten im Sinne von unparteiischer Berichterstattung über das aktuelle Weltgeschehen zu betrachten. Eher schon, um es mit den Worten eines osteuropäischen Mitarbeiters eines deutschen öffentlich-rechtlichen Senders zu sagen, sind es propagandistische Nägel, die wir unseren Zuschauern ins Gehirn hämmern. Oder etwas nüchtern formuliert, eine Sequenz von Metabotschaften, suggestiven Impulsen, die in bestimmte optische und sprachliche Formen gegossen ins öffentliche Bewusstsein vermittelt werden. Die Menschen werden durch Propaganda einer permanenten Gehirnwäsche unterzogen. Hat die Bevölkerung wirklich etwas gelernt? Eine kleine Elite bastelt wieder an der Weltherrschaft und der Rest wird verdummt belogen und soll wieder versklavt werden. Edward Bernays argumentiert wie folgt: Wenn wir den Mechanismus und die Motive des Gruppendenkens verstehen, ist es jetzt möglich, die Massen ohne deren Wissen nach unserem Willen zu kontrollieren und zu steuern. In seinem bekannten Buch Propaganda, das übrigens als Vorbild für Joseph Goebbels und seiner ganzen nationalsozialistischen Propaganda diente, schrieb: Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Wer die ungesehenen Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung, welche die wahre Herrschermacht unseres Landes ist. Wir werden regiert, unser Verstand geformt, unsere Geschmäcker gebildet, unsere Ideen größtenteils von Männern suggeriert, von denen wir nie gehört haben. Dies ist ein logisches Ergebnis der Art, wie unsere demokratische Gesellschaft organisiert ist. Große Menschenzahlen müssen auf diese Weise kooperieren, wenn sie in einer ausgeglichenen, funktionierenden Gesellschaft zusammenleben sollen. In beinahe jeder Handlung unseres Lebens, ob in der Sphäre der Politik oder bei Geschäften, in unserem sozialen Verhalten und unserem ethischen Denken, werden wir durch eine relativ geringe Zahl an Personen dominiert, welche die mentalen Prozesse und Verhaltensmuster der Massen verstehen. Sie sind es, die die Fäden ziehen, welche das öffentliche Denken kontrollieren. Gehirnwäsche lässt Gedanken einlaufen. Man missbilligt heute die Gehirnwäsche und hat nichts gegen die Gehirnverschmutzung. Die für mich einzig legitime Werbung ist Qualität. Alles andere ist Gehirnwäsche und Volksverblödung. Gehirnwäsche schafft nicht unbedingt saubere Gedanken, kann dich aber ganz schön ins Schleudern bringen. Keine Bange, bei so manchen Gehirnwäscher endet der Versuch bereits kläglich beim Fußbad. Wege aus der Matrix gibt es viele, wenn du willst. Um dich aus der hypnotisch wirkenden Macht und Deutungshoheit der Globalisten zu befreien, zum Beispiel, wirft die wirksamste Psychokriegswaffe des Gegners den Fernseher aus deinem Leben. Das gleiche gilt auch für Mainstream-Zeit. Lass dich niemals in die argumentative Defensive treiben. Begegne den Hohenpriestern des Schuldkultes offensiv
mit ihren eigenen Waffen. Ironie und Selbstbewusstsein. Lass die Diffamierungen locker abtropfen. Damit brichst du ihre Macht über dich. Deprogrammierung. Enden tue ich mit einem Zitat. Ich fordere, dass die Dummheit der Massen endlich abgeschafft wird. Denn nicht die wenigen 10.000 Psychopathen sind unser Problem, sondern die 7 Milliarden Dummköpfe, die sich lieber Fußball, Deutschland sucht den Superstar und Co. reinpfeifen, anstatt sich um ihre ureigensten Angelegenheiten zu kümmern. Dieses Zitat ist von Bogotanik, ein Mitglied des Europäischen Parlaments.